Herzlich willkommen zu meinem Video. Wie gewünscht von euch präsentiere ich heute wieder ein neues Video zu meiner Leidenschaft Fliegenfischen. Was gibt es Schöneres, als in diesen Zeiten draußen in der freien Natur und seinen Elementen Wasser, Luft und Licht zu sein? Das gibt uns wieder etwas Kraft und positive Energie für unseren Alltag. Den Bereich hier fische ich mit etwas schwereren Tungstennymphen ab. Und füttere etwas Wurfschnur nach, damit die Fliege tiefer sinkt. Heute habe ich auch meine Huchenrute dabei, um ein paar Testwürfe zu machen. Dann werde ich es mal mit dem rechten Striemer versuchen. Und es steigt auch kurzfristig eine Forelle ein.
schweren Tungstnymphen merkt man beim Werfen schon. Und auch schon wieder weg. Und bis. Und weiter geht's. Auch die flachen Uferbereiche mit umgestürzten Bäumen und Totholz sollte man nicht auslassen. Für Rollwurf-Sips ziehe ich die Fliege von meinem Standort in Ufernähe.
Untermaßige Fische wie diesen löst man am besten, indem man sie gar nicht berührt und nur die Flügel rausdreht. Diese Wurftechnik ist am besten, wenn ihr die Fliege an überhängenden Bäumen, Ästen und Büschen präsentieren wollt. So kann man die Fliege ufernah präsentieren. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Ralf.